Der April hat einen kurzen Regenschauer übers Land geschickt. Diese Frische ist es, die Adrienne Giorgi an ihrer neuen Heimat über alles liebt und die ihren Kleidern einen Namen gibt: Taufrisch. Vor 6 Jahren pendelte die Designerin gemeinsam mit ihrem Mann Christian Kabus und 3 Kindern noch zwischen Berlin und Budapest. Doch die Berliner Wohnung wurde zu klein. Sie suchten die Weite, räumlich und beruflich, und fanden Alt-Kahlen. Wir hatten eine Freundin hier, Nachbarort. Und sie hat gesagt, du, hier in diesem Haus, da sind Mieter und die ziehen jetzt aus. Das ist was für euch. Und da haben wir angeguckt, Magnolia und Blute, ja, das ist unser. Ja, beruflich war es eben auch so, dass wir uns quasi neu orientieren mussten. Wir haben viel Grafikdesign gemacht und Verpackungsdesign und einfach das Berufsbild hat sich so geändert, dass viel mehr Management reinkam. Die beiden aber wollten etwas anderes. Er malen, sie gestalten. Und so zog die Familie nach Mecklenburg. Ich bin im Zentrum von Budapest aufgewachsen. Und das war, meine Freundinnen haben gefragt, mein Gott, leidest du nicht unter Reizarmut oder so? Und um Gottes Willen, nein. Es ist einfach so viel Neues, was ich hier erleben darf, dass ich das alles versucht habe, erstmal mit Fotoapparat. Gar nicht Fotos zu machen, sondern festzuhalten, die Strukturen, die Farben. Und ich wusste, dass irgendwas wird daraus schon entstehen. Für ihr Label Taufrisch entwirft sie mittlerweile auch Küchen- und Wohnaccessoires. Und lebendige Mode. Ihre Motive findet sie in der Natur und gestaltet sie so, dass viel Raum bleibt für Fantasie. Und durch diese Räumlichkeiten hat eine Frau ganz begeistert für ihren Schlafzimmer gekauft und über dem Bett gespannt als eine Art Himmel. Und wenn sie da liegt, dann liegt sie unter dem Magnolienbaum und kann sich immer wieder was Neues entdecken. Die Libellen sind auch verschieden. Die schimmern auch in verschiedenen Farben. Mit Siebdruck bringt Adrienne Giorgi ihre Libellen, Schnaken oder Klettenblüten auf alte Leinenstoffe oder neues, naturbelassenes Bioleinen. Für jeden Druck mischt sie die Farben neu, ja, druckt oft mehrfach, um verschiedene Schichten zu erhalten. Und im Sommer, wenn es sehr heiß ist, verändern sich im Sonnenlicht die Farben auf Kleidern, Kissen und Tischtüchern. Ihre Kleider hat sie mecklenburgischen Trachten nachempfunden, zumindest was die geometrischen Grundformen angeht. Das ist Adrienne Giorgi in allem, was sie gestaltet, so wichtig, die Lebendigkeit zu zeigen, die sie fernab der Metropolen Budapest und Berlin gefunden hat. Hier im Dörfchen Alt-Kahlen in Mecklenburg.